Klimaschutz durch Technologien ist das Gebot der Stunde. Deshalb setzt das Land Oberösterreich auf Unternehmen, die diese Überzeugung teilen und zukunftsweisende Innovationen erforschen und entwickeln. So wie das Unternehmen VTA in Rottenbach, das Landeshauptmann Thomas Stelzer kürzlich gemeinsam mit Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger besuchte. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, denn was hier erforscht, aber dann auch umgesetzt wird, das hat wirklich Weltniveau. Das ist auch das Beeindruckende, dass es nicht bei der Forschungsleistung bleibt, sondern dass die Dinge auch in die Tat umgesetzt werden. Und gerade in der Umwelttechnik im weitesten Sinn, da liegt die Zukunft, ist jetzt schon sehr wichtig. Oberösterreich ist da sehr weit, aber das haben wir Firmen wie VTA zu verdanken, Gott sei Dank. Die Mission des oberösterreichischen Unternehmens ist klar: sauberes Wasser für die Welt. Das heißt also, Wasser aufzubereiten, Wasser sauberer zu machen, genießbarer zu machen, schadstofffreier zu machen für unsere Kinder und für all die Kinder in der Welt. Man muss sich einmal vorstellen, wir haben bis zu 3 Milliarden Menschen in der Welt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Auch wir in Österreich, wir sind ja verwöhnt mit Trinkwasser, aber leider, wir vergiften uns auch allmählich mit all dem Zeug, was wir da wegschmeißen, was reinkommt und da ist höchste Eisenbahn. Also unser Planet Erde ist wassertechnisch gesehen am Limit. Da schauen wir, dass wir auch Leute finden, die uns helfen dabei, weltweit helfen dabei, dass wir dieses Limit zurückschrauben. Die VTA Technologie GmbH reinigt das Abwasser für mehr als 250 Millionen Menschen, verfügt über 70 Patente und reduziert CO2-Emissionen von Kläranlagen. Doch damit nicht genug. Es gibt nach wie vor Stoffe, die nicht geklärt sind. Da geht es um Hormone, da geht es aber zum Beispiel auch um Antibiotikum. Das ist der Weg, den er jetzt beschreiten möchte, der weltweit gegangen wird. Das heißt, man muss dieses Wissen weitertragen, weil wir nachfolgend auch Generationen brauchen, die nicht nur sauberes Wasser haben, sondern auch für die Wissenschaft begeistert sind. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist klar, Oberösterreich muss auch unter den neuen Gegebenheiten von Klimaschutz und Energieumstellung ein Land der Arbeit und der Produktion bleiben. Die Zahlen sprechen für sich. Ja, es ist jetzt schon so, dass jeder vierte Arbeitsplatz in Umwelttechnik bei uns in Oberösterreich ist. Wir wollen natürlich auch weiterkommen. Da ist auch vom Thema her ein großer Bedarf da in den nächsten Jahren. Und mit Firmen wie VTA sind wir einfach die berühmte Nasenlänge, eine große Nasenlänge vorn, weil hier einfach schon frühzeitig mit sehr viel Forschungsleistung und Know-how begonnen wurde. Und so entsteht auf dem VTA-Areal ein neues Green-Tech-Forschungszentrum namens Alma Mater. Auf 15.000 Quadratmetern wird dort in Zukunft im Bereich der Nano-, Umwelt- und Abwassertechnik geforscht. Es ist unsere Aufgabe, und darum bauen wir auch den Campus, Wissen zu vermitteln. Wissen nicht so weiter zu vermitteln, das ist schade. Das ist was, was eigentlich nicht richtig ist. Und wir hier haben auch einen Spruch, nämlich Learning by Doing. Und wenn wir diese Erfahrung, die wir erlangt haben in 3 Jahrzehnten, ich mache das jetzt schon 50 Jahre zum Beispiel, aber das gehört weitergegeben. Weitergegeben an die Nächsten, an junge Menschen, die sich wieder einsetzen. Das muss ein Kreislauf werden, ein positiver Kreislauf zum Ziel, unsere Umwelt zu erhalten für unsere nächste Generation, für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. Forschung ist für einen Standort wie den unsrigen inmitten Europas das Allerwichtigste, um voranzukommen. Und wenn Unternehmen bereit sind, selber so viel zu investieren und dann noch dazu auch so ein tolles Bauwerk dafür herzustellen, ja, dann ist das einfach der große Fingerzeig Richtung Zukunft, der uns auch sehr, sehr weiterbringen wird. Umweltschutz mit Hausverstand bringt Wohlstand und Zukunft für Oberösterreich.